Saudli, Maudli, Bangen, Diggli, Daudli, Leute, was geht ab, meine Barbe, die Bube, die ist. Leute, heute ist es extremst windig, ich bin draußen, heute ist der 12.11.2024, Leute, wisst ihr, was das heißt? Ich habe heute Geburtstag, heute der 12.11., vor genau 25 Jahren bin ich in diese Welt geflutscht. Und jetzt bin ich hier, 25 Jahre später, es ist arschkaltes Wetter, ich bin draußen und ich dachte mir, komm, wir machen mal so einen gechillten Geburtstags-Real Talk, ja, wie vor 2 Jahren schon. Ich habe vor 2 Jahren schon mal so ein Video gemacht, da wurde ich 23 und genau heute bin ich 25 Jahre alt geworden, das ist crazy, ey. Der Unterschied ist, vor 2 Jahren war das Wetter auf jeden Fall nicht so kacke wie jetzt, es ist windig und kalt. Ich hoffe, der scheiß Wind stört nicht allzu sehr, wenn ja, dann tut's mir leid, keine Ahnung, Bruder, Bibi, die Babidi Bu, ich gebe mein Bestes. Bum, bum, bum. Ey, dieser Wind macht keinen Spaß, Mann. Auf jeden Fall, ja, Leute, Mann. Es sind 2 Jahre vergangen. 25 bin ich heute geworden. Es ist crazy, Mann. Ich habe mir erst vor ein paar Tagen noch das Video angeschaut, wo ich quasi 23 geworden bin. Und es ist crazy, wenn ich es überlege, von damals zu jetzt. Es hat sich eigentlich nichts verändert. Es ist eigentlich richtig traurig, wenn man so drüber nachdenkt. Es hat sich nichts verändert. Social Media habe ich weitergemacht, habe ich durchgezogen, aber das ist auch nicht so am Laufen, wie es soll, sage ich mal. Ja, ich weiß nicht, Mann. Irgendwie. Leute, das Leben, ich weiß nicht, es ist einfach so komisch. Das fuckt mich irgendwie ab, ich weiß nicht. Du musst überlegen, ich mache diese Kacke seit Jahren jetzt. Ich mache YouTube seit 2020. TikTok seit 2021. TikTok läuft auch am besten, muss man ehrlich sein. Aber einfach dieses, Bruder, es sind Jahre vergangen und du bist nicht da, wo du sein willst. Ich will jetzt nicht auf diese psychologische Schiene so kommen, aber boah, du kriegst schon einen Knacks dadurch. Überleg mal, deine ganze Leidenschaft, deine ganze Passion, steckst du in ein Thema und als Dank kriegst du einfach gefühlt Schwanz mit Soße. So. Naja, keine Ahnung, es ist halt schon irgendwie sehr demotivierend. Hallo, Brudi. Brudi, der Rudi. Der wäre bestimmt ein guter KFC Chicken Wing geworden. Weißt du, da steckt man Leidenschaft, Herz, alles was man hat und will in dieses Thema rein. Da ist ein Rabe. Und dann kriegt man halt gefühlt nicht das raus, was man sich nachdem man sich sehnt, weißt du. Du steckst dein Herz rein, aber was kriegst du zurück? Einen feuchten Händedruck? Ja, kein Plan, ist halt schwierig. Alter, was machst du auf dem Baum da oben? Bruder, ey, bleib doch oben! Das sah voll cool aus, Mann. Ey. Der ruft seine Cousins. Chill doch, Bro, ich will nur gucken. So, kein Plan, Mann. Das demotiviert dann einfach. So, du hast Ambitionen, du hast Bock, du hast Lust, du willst was machen und du machst was. Weißt du, es gibt Leute, die labern. Die labern, ja, ich mach so und so, ich will. Bruder, ich mach ja Sachen. Ich mach Social Media. Ich mach jeden Tag Livestreams. Ich mach jeden Sonntag 2 Videos. Ihr könnt auf meinen Kanal gehen, seit ich angefangen habe. Ich habe noch nie keinen Sonntag gehabt, wo ich nicht mindestens 2 Videos rausgehauen habe. Immer. Jeden Sonntag kamen, seit ich angefangen habe, 2 Videos. So, klar, es kamen mal aufwendigere Videos. Klar, dann kamen auch mal so Billo-Videos, die ich mal gern gemacht habe, eine Zeit lang, so oft lustig. Aber so im Großen und Ganzen, ich habe immer gemacht. Man kann mir nicht unterstellen, dass ich nicht gegrindet habe für irgendetwas. Also, kann man mir nicht unterstellen. Ja, weiß nicht, einfach dieses Thema, weißt du, YouTube, Social Media. Es ist und war immer meine Ambition, seit ich klein bin. Und natürlich, wenn es sich dann nicht bewahrt, Wahrheitet nicht in Erfüllung geht. Bro, das fickt dich. Das macht deine Psyche kaputt. So, weißt du, ich bin kein normaler Mensch. So, ich bin nicht einer dieser Leute, die so sagen können, ja, ich gehe arbeiten, ich mache eine Arbeit 60, 70 Jahre meines Lebens und dann schmier ich ab. So, das geht nicht. Ab auf den Steg oder was? So, das geht bei mir nicht. Ich hab Träume, Bruder. Ich will was machen. Ich hab Bock. Aber das Problem ist, die Welt, das Schicksal, was auch immer. Oh, das ist nicht meine Zeit. Die wollen mir noch nicht gönnen. Ich kann dir nicht sagen, warum es noch nicht so weit ist. Hier, vor genau 2 Jahren stand ich auch hier. 2 Jahre ist es nun her. Hier stand man. Genau hier. So. Und jetzt sind wir wieder hier. 2 Jahre später. Was hat sich verändert? Arsch mit Ritz hat sich verändert. Da gar nichts. Da, guck mal. Die schönen Flattervögel, die Fliegen, das ist die. Ah ja, guck, Alter. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, ich weiß, ich habe heute Geburtstag. Ich weiß, ich sollte happy sein. Ich sollte zufrieden sein. Ich sollte die Zeit genießen. Danke fürs Unterbrechen, Bro. So, ich weiß, ich sollte happy sein, die Zeit genießen. Ich gebe auch echt mein Bestes, aber ich sag euch ehrlich. Es ist alles so trostlos, trist und kacke geworden in den letzten paar Jahren. Weißt du, inzwischen, ich hab's einfach akzeptiert. Ich hab's akzeptiert. Ich denke mir, Bruder, die Welt ist kacke. Alles wird beschissener, sei es in der Welt, im Land, in der Politik, überall. Wenn's so weitergeht, Bruder, ich sehe dunkel für die Welt. Für uns alle. Es ist einfach Quatsch. Und jetzt bin ich 25 und stehe hier und philosophiere über mein Leben nach. Das ist auch unglaublich. Ja, keine Ahnung, was ich noch arg viel sagen soll. Wie gesagt, ich bin 25 heute geworden. Dieses Video kommt wahrscheinlich erst am Sonntag, den 17.11. raus. Also quasi hatte ich heute Geburtstag, aber ihr seht das quasi 5 Tage später. Also quasi hatte ich heute vor 5 Tagen Geburtstag aus. Ihr seht das irgendwann ganz anders, dann war ganz anders. Aber okay, Leute, keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Ich wollte nur so einen kleinen spontanen Geburtstags-Realtalk raushauen. 25, vielleicht sehen wir uns in 2 Jahren wieder. Dann gibt's Teil Nummer 3. Und ja, schauen wir mal, was der Tag noch so mit sich bringt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Auf jeden Fall würde ich sagen, war's mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, checkt mir gerne einen Daumen und ein Abo ab, wenn ihr neu seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns. Geburtstag, Depri, Leri, 25.